Emma Watson kommt mit ihrem neuen Film in die Kinos. The Bling Ring von Sofia Coppola feierte jetzt in Cannes Premiere. Aus diesem Anlass widmet das US-Magazin W dem ehemaligen Kinderstar eine Fotostrecke. Darin posiert die 23-jährige Ladylike in 30er-Jahre Hollywood-Posen. Sich als Frau zu betrachten und mit ihrem Sexappeal zu spielen, ist für den ehemaligen Harry Potter-Star keine Selbstverständlichkeit. Denn im Magazin erzählte sie, bis vor einem Jahr wollte sie nichts als schnöde Sport-BHs tragen. Während andere Ex-Kinderstars ihrem einstigen braven, kindlichen Image nicht schnell genug entfliehen können, hatte es Emma Watson gar nicht eilig, ihre Kindheit und Jugend hinter sich zu lassen. Und rebellische Charaktere, die spielt sie lieber im Film, wie jetzt in The Bling Ring. Dort ist sie eine junge Frau, die von den Verführungen der materiellen Welt so eingenommen ist, dass sie dafür sogar Verbrechen begeht. Eine Rolle übrigens, die, wie sie selber sagt, von ihrem eigenen Charakter so weit entfernt ist, wie nur irgend vorstellbar.